Hallo, liebe Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, liebe Interessierte der Wahlkämpferbewegung, die Internationalisten. Ich bin Luisa. Unsere Losung, nur noch Krisen, eine Lösung, Sozialismus, die trifft wirklich voll ins Schwarze. Der echte Sozialismus als gesellschaftliche Alternative, aber auch der Antikommunismus, der diese gesellschaftliche Alternative verunglimpfen will oder jeden Gedanken daran mit einem dumpfen Angstgefühl belegen will, das ist beides ein brennendes Thema im Wahlkampf. Wer den Stein des Anstoßes und das sozialistische Original kennenlernen will, der ist bei der MLPD an der richtigen Stelle. Aber hören wir einfach mal direkt rein, was eigentlich die Parteivorsitzende der MLPD, Gabi Fechtner, und Stefan Engel, der Leiter des theoretischen Organs der MLPD, dem Revolutionären Weg, was die eigentlich selbst sagen. Liebe Kölnerinnen und Kölner, und man muss schon sagen, dass wir schon mal geschafft haben, dass diese Diskussion über Sozialismus voll in diesen Wahlkampf eingegangen ist. Auch die CDU, die CSU haben jetzt eine neue Linksrutschkampagne gemacht oder rote Sockenkampagne, haben plötzlich Riesenangst davor. Herr Söder erzählt jetzt plötzlich, wir brauchen keine Revolution. Also da frage ich mich, wenn der Sozialismus doch angeblich schon seit 30 Jahren gescheitert ist, warum müssen jetzt CDU, CSU die Warnung und die AfD natürlich die Warnung vor dem Sozialismus ins Zentrum ihres Wahlkampfs rücken? Also das ist doch sehr interessant, dass das diskutiert wird unter den Leuten, dass immer mehr Leute merken, Mensch, dieses immer im Rahmen des Kapitalismus bleiben, immer nur das kleinere Übel im Rahmen dieses Systems wählen, das ist doch irgendwie keine Alternative mehr und sich deshalb auch Gedanken machen darüber. Aber es ist auch interessant, dass auch der Sozialismus plötzlich von mehreren Leuten befürwortet wird. Jetzt habe ich die Frau Esken gehört, SPD-Vorsitzende, die plötzlich sagt, ja, wir sind ja auch für Sozialismus. Die Linksjugend, die Linkspartei hat die ganze Zeit darauf verzichtet, den Sozialismus in den Wahlkampf zu bringen. Jetzt erzählen sie plötzlich, wir sind für Sozialismus. Also das ist doch interessant, dass die offenbar auch merken, hier ist eine Kapitalismuskritik, die auch nach Alternativen sucht. Aber ich kann nur sagen, wer das Original hören will, der Kapitalismuskritik, wer das Original der sozialistischen Alternative hören will, der muss hier zur internationalistischen Liste MLPD kommen. Es gibt natürlich sehr massive Wahlbehinderungen. Wenn man weiß, dass 95% der Leute ihre Wahl nach Fernsehen und öffentlichen Medien bestimmen und wir kommen da nicht rein, wir kommen weder ins Fernsehen noch ab und zu mal im Radio, marginal und in die großen Massenmedien auch nicht, dann weiß man, das ist natürlich ein sehr, dass wir im Grunde mal so an den Rand gedrückt werden, so nach, das sind die anderen, die sind uninteressant, da brauchst du dich gar nicht drum zu kümmern. Wir sind zwar keine kleine Partei mehr, sondern haben auch eine bundesweite Verbreitung, in 500 größeren Städten sind wir vertreten, aber wir müssen alles auf eigener Kraft machen. Und das ist immer etwas anderes, als wenn Medien über uns berichten. In den letzten 2 Wochen gab es ganze 16 Polizeieinsätze gegen den Wahlkampf der internationalistischen Liste MLPD. In Hannover zum Beispiel sind Vertreter vom VW-Konzern mehrfach gegen Wahlkämpfer der MLPD vorgegangen, um ihre Arbeit nicht nur im Betrieb, sondern auch vor den Betriebstoren zu unterdrücken. Oder zum Beispiel der Kandidat für die Bundestagswahl für die internationalistische Liste MLPD, Anatole Braungart, wurde sogar fristlos gekündigt. Hier könnt ihr ein Video dazu sehen. Besonders betroffen von solchen Polizeieinsätzen ist die Spitzenkandidatin der internationalistischen Liste MLPD, Gabi Fechtner. Sie ist wohl die einzige Spitzenkandidatin in Deutschland, die bei dem Großteil ihrer Wahlkampfeinsätze von der Polizei drangsaliert wird. Hier seht ihr sie bei einem Straßenumzug in Essen. Ich protestiere auch dagegen, dass wir hier von der Polizei die ganze Zeit behindert werden. Sie müssen dazu wissen, dass es im Wahlkampf erlaubt ist, ohne Anmeldungen Lautsprecher Einsätze zu machen. Das ist ein demokratisches Recht, das wir hier haben in diesem Land. Und wir werden jetzt hier ständig in den Reden gestört, hier die Polizei schon zur Einschüchterung aufgefahren. Also ich protestiere aufs Entschiedenste dagegen, dass wir hier nicht unseren demokratischen Wahlkampf machen können, der ohnehin ja schon sehr stark behindert wird. Und auch in Erfurt wollte die Konzernleitung von Siemens unterbinden, dass die Kolleginnen und Kollegen von Siemens sich selbst ein Bild über die revolutionäre Arbeiterpartei MLPD machen. Sie hatte anscheinend Angst, dass sie das dann wohl auch noch gut finden würden. Es kandidiert hier Tassilo Tim, Arbeiter machen Politik. Es geht hier um die Bundestagswahl. Filmen, ja. Warum? Es wird hier verboten von Siemens, dass man hier Flyer verteilt, obwohl es ein öffentliches Recht gibt, dass hier Flyer auf Gelände, das öffentlich zugänglich ist, verteilt werden kann. Wer uns kennt, weiß,
Wenn wir eine Offensive machen, dann richtig. Solche Unterdrückungsversuche zeigen doch nur, dass wir einen Nerv getroffen haben. Einschüchtern tun sie uns auf jeden Fall nicht. Und unsere Wahlplakate bringen es doch auf den Punkt. 1000 Lügen, eine Ursache, Antikommunismus. 1000 Krisen, eine Lösung, Sozialismus. Lernt uns aber am besten selbst kennen. Wir sind überall in Deutschland aktiv, machen gerade ganz viele Aktionen. Ihr könnt uns aber natürlich auch im Internet finden. Auf www.mlpd.de/Termine findet ihr alle Termine jetzt zur Wahl. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert und uns auch im Internet unterstützt. Also, bis zum nächsten Mal und noch weiterhin viel Erfolg.